Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Technics for You. Heute soll es um das Thema Windows Phone, Windows 10 Mobile gehen, wie meine Erfahrungen damit sind, was ich allgemein denke, wie die Perspektive dieses Betriebssystems ist, also vor allem dieses mobilen Betriebssystems. Und ja, das möchte ich euch gerne jetzt mal mitgeben. Grundsätzlich ist das natürlich kein leichtes Thema. Ich sehe mich ja schon, das habe ich ja auch in meinem Kanal-Intro gesagt, eher Microsoft-Lager. Nichtsdestotrotz ist natürlich Windows Phone und jetzt Windows 10 Mobile eher so ein stiefmütterliches Projekt von Microsoft. So, also grundsätzlich muss ich sagen, ich benutze dienstlich iOS, habe privat Windows Phone oder jetzt Windows 10 Mobile und in meinem Familien- und Freundeskreis ist natürlich Android auch sehr stark verbreitet. Also ich muss sagen, ich benutze nach wie vor Windows 10 Mobile und werde das auch weiter tun. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass es mir nicht mehr so leicht fällt, anderen Menschen dieses Betriebssystem oder eben Handys, soweit die überhaupt noch hergestellt werden, mit diesem Betriebssystem zu empfehlen, weil ich auch sagen muss, dass die Zukunft einfach sehr ungewiss ist, Microsoft da auch sehr sprunghaft ist und auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass Microsoft heute etwas sagen kann und im nächsten Jahr etwas anderes tut. So, was natürlich gerade, was jetzt wenn es um Smartphones geht, natürlich eine weitreichende Entscheidung ist, weil ich bin jemand, der nicht jedes Jahr ein neues Handy kauft, der das auch nicht braucht. So, wenn ich mir ein Handy kaufe, dann möchte ich das auch über Jahre benutzen. Und wenn natürlich vom Hersteller dieses Betriebssystems, das Betriebssystem irgendwie nicht mehr so wirklich gepflegt wird oder nicht so wirklich supported wird, dann ist das natürlich für mich auch irgendwo ein K.O.-Kriterium. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich bin sehr zufrieden mit Windows 10 Mobile. Das liegt allerdings eher daran, dass ich diesen Support seitens Microsoft nicht brauche. Also sowohl, wenn es darum geht, wie ich was mit dem Betriebssystem mache, wobei das natürlich sehr gut dokumentiert ist. Zum anderen aber auch, wenn es um den App Store geht. Also alle Apps, die ich in irgendeiner Form brauche, die gibt es auch. Ich bin niemand, der jetzt wirklich großartig auf dem Handy spielt. Eigentlich spiele ich gar nicht auf dem Handy. Vielleicht mal einmal oder 10 Minuten in einem halben Jahr. So dass das für mich auch kein Kriterium ist, zu sagen, ich brauche unbedingt einen App Store, der jetzt super gefüllt ist. Ich kann aber auch nachvollziehen, das merke ich auch im Familienkreis, gerade wenn man zum Beispiel so eine Englischlernprogramme, alles was man halt irgendwie unterwegs mal machen kann, nehmen möchte, dann wird das natürlich schon sehr dünn, was jetzt bei Windows 10 Mobile angeht. Ich denke aber, durch diese Universal Windows Plattform, also diese Windows 10 Universal Apps, wird sich das nochmal bessern, dadurch, dass ich ja als Entwickler da relativ leicht für das komplette Windows-Ökosystem Apps entwickeln kann, passiert da einiges. Ich merke das auch selber als Windows 10 Mobile User, dass da eben auch viele Apps nachkommen oder auch große Hersteller da nachkommen. Ich merke aber auch, dass sich große Hersteller zurückziehen von Windows 10 Mobile. Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, wie es da weitergeht. Ich kann mir aber grundsätzlich nicht vorstellen, dass Microsoft dieses Thema komplett aufgeben wird. Denn Microsoft verfolgt wie viele andere, auch wie Google beispielsweise, natürlich auch den Ansatz, überall präsent zu sein. Also das Betriebssystem überall anbieten zu können. Sei das jetzt in Clients-Geräten, sei das im Desktop, aber eben auch mobil. Das merkt man ja auch beispielsweise mit Cortana. Also ursprünglich dachte man ja, dass dieses Home Hub von Microsoft so ein Gegenstück zu Amazons Alexa sein wird. Jetzt ist es allerdings so, dass das im Prinzip von Microsoft so gehandhabt wird, dass die vorhandenen Geräte, die jetzt schon im Haushalt vorhanden sind, eben aufgewertet werden sollen und durch Cortana eben diese Sprachassistenz dann anbieten sollen, sodass es da eben nicht in die Richtung geht, ich habe ein extra Gerät, womit ich diese Sprachsteuerung in meinem Zuhause machen kann, sondern ich nehme die Geräte, die ich jetzt schon habe. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn Microsoft auch auf so vielen Geräten verbreitet ist, dass tatsächlich überall im Haushalt auch so ein Gerät vorhanden ist, egal ob das jetzt ein Handy ist, ein Rechner oder ein anderes Gerät. Deswegen denke ich schon, dass es da noch weitergehen wird. Ich bin ja auch gespannt. Es wurden ja auch, sind ja auch Patente oder Patentanträge bekannt geworden, dass Microsoft da an einem faltbaren Handy arbeitet, was dann auch sich zum Tablet falten lassen wird. Was ich sehr spannend finde, also da habe ich auch überlegt, das wäre halt auch was für mich, weil ich merke selber, grundsätzlich habe ich kein Problem damit, zwei Geräteklassen mitzuhaben, also das Tablet und eben das Handy. Wenn es aber eine recht einfache Möglichkeit gäbe, das zu verbinden, dass ich am Ende noch ein Gerät habe, das wäre natürlich schon sehr charmant und das würde ich mir definitiv auch holen. Das dürfte auch ein bisschen mehr kosten, einfach weil ich dann ja im Prinzip weniger schleppen muss. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, wo habe ich jetzt was. Ich habe halt nur noch ein Gerät und das mache ich entweder zum Tablet oder zum Smartphone. So dass ich schon denke, dass das auch dieser Mobile-Sparte von Microsoft nochmal einen ordentlichen Push geben wird. Microsoft hat ja selber gesagt, dass sie sich eher im Geschäfts- oder so im Business-Bereich sehen, was ich weniger glaube, weil machen wir uns nichts vor. Ich merke das ja bei mir auf Arbeit auch.
In der Regel, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, über meinen Arbeitgeber so ein Smartphone oder Tablet oder so zu beziehen, dann will ich das auch privat nutzen. So, und gerade bei den Smartphones, das, was ich ja vorhin schon mal sagte, ist es natürlich wichtig, dass ich da für den privaten Bereich auch ein Angebot habe, sonst nehme ich dieses Gerät einfach nicht. Das, ja, das ist einfach mal so, und ich denke, das wird auch vielen Unternehmen so gehen. Gerade die Unternehmen, die ja so einen Service anbieten, dass ich als Angestellter da eben ein Dienstgerät bekommen kann, werden dann sicherlich das auch eher in dem Maße anbieten, dass ich das auch dienst- oder privat nutzen kann oder möchte. Weil das natürlich sonst wieder so ein bisschen als Angestellter schwierig ist, wenn ich dann irgendwie zwei Geräte habe und ja, das irgendwie dann getrennt ist. Also das möchte ich nicht. So, deswegen glaube ich nicht, dass sich das so durchsetzen würde. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Microsoft als Unternehmen daran selber glaubt, dass sie sagen, wir lassen den ganzen Consumer, den ganzen Privatkundenbereich dann außen vor und wir beziehen uns nur auf den Geschäftskundenbereich, weil die Geschäftskunden sind nun mal auch im Endeffekt am Ende des Tages dann Privatkunden, die dann auch unterhalten werden wollen. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich habe ein Dienstgerät und bin jetzt auf Dienstreise, irgendwo im Hotel oder so, möchte ich mit dem Gerät halt noch mehr machen können, als jetzt nur in Word irgendwelche Dokumente schreiben oder so. Deswegen glaube ich nicht, dass das die Strategie sein kann, sich jetzt nur auf den Geschäftskundenbereich zu beziehen. Was ich natürlich interessant finde, was ich auch beobachte, ist dieses Thema Surface Phone. Also, was ich mir vorstellen könnte, was auch Sinn macht jetzt zur aktuellen Strategie, ist, dass sie eben in das Premium-Segment einsteigen mit den mobilen Endgeräten. Also, jetzt unabhängig von dem Tablet, sondern jetzt in Richtung Smartphone, dass sie wirklich sagen, sie bieten halt ein Smartphone der Luxusklasse an, was natürlich auch sicherlich so eine Funktion haben wird, die dann für Geschäftskunden interessant sind. Aber ich glaube nicht, dass der Ansatz sein kann, zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Geschäftskunden und lassen die Privatkunden außen vor, sondern der Ansatz sollte sein, wir wollen halt ein bestimmtes Preissegment bedienen. Und das kann ich mir schon eher vorstellen. So, deshalb denke ich, dass dieses Thema Windows 10 Mobile nicht tot ist und auch nicht tot sein wird, einfach weil Microsoft auch daran interessiert ist, dass ihr Betriebssystem weit verbreitet ist. Natürlich ist es mittlerweile auch so, dass die Dienste, sowas wie Office oder so, ja auch auf iOS stark beworben wird und auf Android und teilweise da auch mehr gepflegt wird als auf der eigenen Plattform. So dass man da sagen kann, dass sich Microsoft da schon geöffnet hat, was auch Sinn macht aus meiner Sicht. Und, aber ich denke nicht, dass Microsoft eine Sparte, also die mobile Sparte, die ja besonders groß ist, da außen vor lassen wird. Also ich denke schon, dass sich da was einfallen lassen werden. Und man merkt das halt auch am Surface oder am Surface Book, dass sie die Fähigkeit haben, das Know-how haben, da Geräte anzubieten, die halt auch für Privatkunden interessant werden. Und ja, also wie sich natürlich der App Store entwickelt und die Entwickler damit machen, das ist immer so eine Frage. Aber selbst da ist Microsoft ja schon dran, dieses Cross-Plattform oder Cross-Plattform-Möglichkeiten anzubieten, dass ich eben zukünftig meine Apps da relativ leicht portieren kann auf Windows 10 Mobile. Also ich denke schon, dass der Kampf in Anführungszeichen noch nicht verloren ist. Aber ja, also aktuell würde ich das nicht oder nur eingeschränkt empfehlen, eben mit dem Hinweis, dass der App Store noch nicht so groß ist. Und ich persönlich werde es weiter nutzen. Ich merke eben auch, dass in meiner Familie, zumindest die, die jetzt ein Windows Phone haben, da sehr zufrieden mit sind, weil das Betriebssystem an sich einfach mittlerweile sehr intuitiv ist und sehr übersichtlich. Also ich merke das selber, dass wenn ich jetzt mal ein Android-Gerät irgendwie was einstellen muss, dass ich mich halt schon sehr tot suche, dass die Menüs sehr verschachtelt sind, sehr versteckt sind. Das ist bei Windows 10 Mobile mittlerweile nicht mehr so. Und dazu muss ich aber sagen, dass zum Beispiel iOS auch ein sehr, sehr gutes mobiles Betriebssystem ist, finde ich. Also wenn es zumindest jetzt wirklich um die Smartphones geht. Für die Tablets ist meiner Meinung nach wiederum nicht unbedingt geeignet, weil, oder sagen wir mal so, die Tablets allgemein sind für mich nicht so geeignet, weil ich da nicht so produktiv sein kann. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also grundsätzlich muss ich sagen, für Smartphones ist iOS aus meiner Sicht auf Platz 2 der mobilen Betriebssysteme, Windows 10 Mobile da auf Platz 1. Und Android dann eben als Schlusslicht. Ja, sodass ich auf jeden Fall das weiterhin verwenden werde. Ich freue mich auch auf das Surface Phone, wenn es vielleicht dann irgendwann mal kommt, in was für einer Form auch immer. Und ja, also mich würde mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist, was ihr für ein Betriebssystem verwendet. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.